Hallo und herzlich willkommen zu einem angezockt diesmal, kein Let's Play. Oder vielleicht wird daraus ein Let's Play. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie viel Inhalt dieser Titel bildet. Es ist ein Early Access Spiel und ich nutze die Beta-Version. Heißt, da können auch noch einige Bugs drin sein. Deswegen hier auch links zu sehen. Ich kann Bug reporten, ein paar Käfer. Und unser Spiel ist Hard Papers Border. Ihr fragt euch, was ist das genau? Ich muss sagen, erstmal, ich finde ja allein schon die Grafik jetzt, auch wenn es nur der Titelbildschirm ist, ich finde es super schön. Zur Hintergrundgeschichte, wie ich auf dieses Spiel gekommen bin. Und übrigens ist die Musik saugeil. Dazu gleich auch noch was. Ich glaube, ich mache die Musik einen Ticken leiser. Und weil sonst höre ich nur Musik und kann nicht nachdenken. Wie ich auf das Spiel gekommen bin. Ich hole mir seit geraumer Zeit eine Zeitschrift, jetzt zum zweiten Mal. Making Games heißt die. Und ich zeige die euch mal. Und in der jetzt mittlerweile vorletzten Ausgabe, das war glaube ich die letzte Ausgabe in 2017, ging es auch um Seriously Games, ich sag mal, seriöses Spiel, also die irgendwas transportieren wollen, eine Message. This War of Mine, Titelstory, sehr interessant. Habe ich auch noch zu Hause hier rumliegen, will ich auch unbedingt mal zocken. Mal gucken wann. Ich fürchte mich ein bisschen davor, weil da gesagt wird, es gibt so Rezensionen wie, das war eins der besten Spiele, aber ich will es nie wieder spielen. Davor habe ich ein bisschen Angst. Ja, und in diesem Heft gab es halt auch Hard Papers Border. Das ist jetzt muss ich nachgucken, es tut mir leid. Es sind nur zwei Entwickler, das muss man echt dazu sagen. Das sind Laura und Sebastian. So, jetzt gucke ich hier so schief rein, das ist total professionell. Wo ist es denn jetzt? Top vorbereitet, ich sag's euch. Sebastian und Laura Bularka. Ich spreche es 100% falsch aus. Das sind zwei Rumänen, oder ein Rumäne und Rumänin, um genauer zu sein. Und die haben halt ein Spiel gebaut, wo man über eine Welt reisen kann, sage ich mal, als Reisender. Und kann im Endeffekt da einen Blog schreiben, wenn man, also Hard Papers Border, vielleicht für die Leute, die genauso gut Englisch können wie ich, nämlich wenig, übersetzt Herz, Papiere, so im Sinne von Visa, um in ein Land zu reisen, und Border. Border habe ich mich immer gefragt, was heißt denn jetzt Border? Ich habe keine Ahnung, habe da mal gegoogelt und ich habe auch mein Handy hier nebenan. Ach schön, der erste FC Köln ist dabei. Ich habe auch mein Handy dabei für spontane Übersetzungen, weil ich mal was brauche. Border sind Grenzen. Und ja, das Ziel ist im Endeffekt des Spiels, dass man die Grenzen zwischen den Ländern halt einreißt irgendwo durch seine Berichterstattung, durch seine Blogs, was es da so gibt. Ich laber jetzt viel vor mich hin. Ich nehme mal einfach mal ein Zitat von der Laura, mit der ich auch schon Kontakt hatte. Liebe Grüße gehen raus an sie. Also, ich hatte jetzt nur einen kurzen Mail-Kontakt, aber super lieb. Ich habe gesagt, hier, ich habe einen YouTube-Account, ich würde total gerne euer Spiel spielen. Ich zahle auch dafür und alles, kein Problem. Ich will gar keine Keys oder so, weil zum Zeitpunkt, wo ich sie angeschrieben habe, hatte ich noch keinen Account. Und die hat mir einfach Beta-Keys gegeben für meine Zuschauer. Und ich dachte mir, ich habe doch gar keinen. Aber vielleicht kriege ich ja welche. Irgendwann, ich weiß noch nicht wann, vielleicht am Ende vom Angezockt oder Let's Play, werde ich denke ich auch diese Beta-Keys an euch rausgeben, die ihr da draußen seid, wer auch immer das sein wird, ich weiß es nicht. Aber ihr müsst es sich ein bisschen erarbeiten. Ich will die Beta-Keys irgendwann auch rausgeben an Zuschauer, die das ernsthaft spielen wollen, nicht nur um irgendwas zu gewinnen, sondern die sollen das spielen, sollen auch gerne dann später Feedback geben, das wäre mir wichtig. So, ich wollte eigentlich einen Satz von der Laura zitieren. Jetzt auch noch auf Englisch. Sekunde. Hard
Papers, Border is an optimistic strategy game about traveling, freedom and changing the world. Und das fasst es aus meiner Sicht ganz gut zusammen. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gespielt, aber was ich bisher so gesehen habe, ja, es war eigentlich mal geplant als Strategiespiel. Es ist dann auch was größer geworden als geplant bei denen. Und ich laber jetzt schon, oh Gott, ich laber jetzt schon irgendwas um 5 Minuten rum. Ich habe noch viel mehr markiert in diesem Text und kann noch ein bisschen zu erzählen, wo jetzt gerade der Sound gerade leise ist, beziehungsweise ein Lied wohl zu Ende. Eine Sache, diese tolle Musik, als ich das eben das erste Mal nur für Soundcheck gestartet habe, ganz im Ernst, diese Musik ist so geil. Und das Schöne ist, die Musik ist von, das muss ich finden, ist gemacht von den Retro Brothers. Ja, von den Retro Brüdern. Ich kenne sie nicht, aber ganz im Ernst, das als Hintergrundmusik, das ist so cool. Ich habe so einen Spaß. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir starten mal ein neues Spiel und schauen mal, was uns hier erwartet. Nachdem ich die ganze Zeit jetzt so viel gelabert habe. Genau. Wir brauchen einen Namen. So. Ich nenne mich denn Raketi Yeti. So. Ich bin im Endeffekt, vielleicht zur Info, sieht man gleich noch. Es gibt insgesamt 26 Länder. Aktuell sind nur 2 freigeschaltet. Wobei die bald alle Länder, also wirklich auf einen Schlag, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, alle Länder freischalten wollen. Aber halt dann wirklich da Beta bzw. Alpha, Early Access, sind da einfach noch nicht alle Features mit drin. Aber in der Videobeschreibung, unter mir dann, werde ich euch noch ein paar weitere Infos zu deren Seite, zu Steam und so packen, dass ihr da mal genau reinschauen könnt. So, schauen wir doch mal. Ich bin Einwohner der Stadt Tower Sia. Nicht der Stadt, Quatsch, des Landes Tower Sia. Ich könnte auch Male sein. Ah doch, es ändert sich. Ach, wie cool. Wie cool ist das denn? Ich kann meinen Kopf wählen. Oh, sogar mit Katze. Wie geil ist das denn? Wenn ich jetzt, also ich denke mal hier Female, Male und Unknown. Das ist ja cool. Also ich bin jetzt mal Male. Ich bin mal so frei. Ich nehme mein wahres Geschlecht. Ich muss jetzt einfach mit euch reingucken, was es hier so gibt. Tut mir leid, da kommt ihr jetzt einfach nicht drum rum. Oh, was hat die da auf dem Kopf? Ist das ein Drache? Wie cool. Das sieht so geil aus. Ah. Auch mit einem Hund. Ja, okay, mit so einer Kette. Die hatten wir doch eben schon. Also das ist alles Zufallsmodus. Das ist hier der Anfang gewesen, genau. Okay. War kein Zufallsmodus. Und ich merke gerade, dass meine blöde Uhr hier so auf immer noch vibriert, obwohl ich mein Handy auf bitte nicht stören eingeschaltet habe. So, jetzt ist mal alles aus. Jetzt vibriert auch nichts mehr. Bin ich ein Grüner mit so Bart? Nee. Aha. Sieht das mir ähnlich? Nein, nicht ganz, ne? Oh, mit Katze, das ist so niedlich. Ist ja natürlich auch cool. Ich kann auch, man kann, wichtig zu sehen, mit links und rechts, das ist echt sinnvoll gemacht, kann man vor und zurück. Ich mache vor, ich mache zurück mit rechts. Sehr cool. Der ist ja natürlich auch sehr cool, ne? Was hat er denn? Er hat Bleistifte, hier kommt da eine Fliege raus oder so? Lineal und, was ist das? Ich erkenne es nicht genau, was es sein soll. Keine Ahnung. Ach, ich bin blöd. Das ist hier. Das ist hier. Wenn man weibert, ist es einfach hier. Wer ist denn jetzt? Büroklammer. Genau. Hier mit dem Hund ist auch cool. Aber was ist denn das dann? Ach, das ist ein bisschen Pinsel oder so. Ne, ich bin nicht so künstlerisch begabt. Ja, schauen wir mal durch. Ich glaube, ich habe mich entschieden eben. Ich nehme den hier. Ich finde den einfach cool. Der passt ungefähr zu dem. Passt, finde ich. Irgendwo. Hat zwar keine Brille, aber gut. Ich bin, ach ja, wichtig für den Anfang. Der Charakter ist am Anfang immer 25 Jahre alt. Und da wir auch in der Zukunft sind, wie man hier so ein, wie sind wir in der Zukunft? Doch, wir sind in der,
bin mir nicht sicher, ob wir in der Zukunft sind. Ein bisschen, glaube ich, müssen wir in der Zukunft sein, weil sonst wäre das nicht so lang gültig. Wie dem auch sei. Es sind eh nicht die realen Planeten, will ich schon sagen. Die realen Länder, sondern irgendwelcher fiktiven, aber angelehnt. 25 von den 26 Ländern sind an echten Ländern, oder die echten Länder bilden die Vorbilder dafür. Einer ist, sage ich mal, wie auch immer entstanden bei denen. Durch viel Kreativität. Wie auch das ganze Spiel, würde ich mal sagen. Genau, also was ich sagen wollte, wir starten mit 25 und wir leben immer bis zum 150. Lebensjahr. Heißt, wir werden ganz schön alt. Also Reisen hält gesund, das nehmt schon mal mit. So, ganz wichtig, das hier, was ich hier habe, das ist mein Multipass. Ich weiß nicht, wer von euch diese Anspielung vielleicht versteht oder ich erkenne das jetzt nur als Anspielung, aber es gibt da so einen Film. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Das fünfte Element. Und da kommt auch immer gerne so, Multipass. Das ist so schön. Ich habe das gesehen und dachte mir, ach, das ist so schön. Genau. Ein gültiger Multipass ist zum Reisen notwendig. Genau, ich brauche Visas, um die verschiedenen Länder zu bereisen. Ach ja, und wenn ich kein gültiges Visa mehr habe, dann werde ich deportiert und komme wieder nach Hause. Wie auch immer. Ich will das, ich weiß nicht, ob ich das austesten will, muss ich ehrlich zugeben. Mal schauen. Ach genau. Und der Multipass, wenn er dann mal ausgeht, muss ich mal erneuern. Heißt bestimmt, dass ich irgendwie mal nach Hause muss und ja. Und hier ist auch nochmal die Info, das ist nur eine Early Access. Also verzeiht jeden Bug, den es gibt. Frei nach dem Motto, it's not a bug, it's a feature. Das sagen wir bei uns in der IT auch immer gerne. So, save and continue. Gehen wir mal weiter. So, oh. Ulala. Ui. Oh. Zusatzinfo, die haben auch sehr coole Auswahl vorneweg gehabt. Das konnte ich jetzt nicht so gut zeigen. Für die Grafik. Da, ich glaube, ich hab die höchste Einstellung genommen. Weil mein PC gibt es einfach her. Und die haben einfach coole Bezeichnungen da gehabt. Nicht so einfach Ultra, High und sowas. Nein, irgendwie nicht von dieser Welt und so. Also auf Englisch dann, ja. Und ich muss mal jetzt nebenbei so gucken auf die Uhr. Ich weiß noch gar nicht, wie lange ich das angezockt und so machen will. Ich will irgendwo ein bisschen Cut machen, dass ich für mehrere Tage habe. Weil so oft kann ich jetzt auch nicht produzieren. Außerdem ist das dann so, oh, ein bisschen Happen bekommen. Dann nochmal was mehr, noch was mehr. So, schauen wir doch einfach mal rein. So, ich überlege gerade, ob ich es auf Englisch vorlese oder ich versuche es zu übersetzen mit dem Wichtigsten. Und ich glaube, ich lese es einmal laut vor. Versuch mal so. Ihr tut mir jetzt schon ein bisschen leid. Ich versuche es mal. You just turned 25 years old and then now... Nein, ich versuche es gar nicht. Ich habe immer... Nein. Okay, ich kann jetzt, bin 25 Jahre alt, hatten wir eben schon. Genau, im Multipass sind alle wichtigen Daten enthalten. Dann habe ich, genau, ich habe so ein, ich wollte jetzt gerade so zeigen, ich habe so ein Spacepad. Genau, darüber bekomme ich verschiedene Informationen, kann glaube ich auch meinen Blog nutzen. Ich hoffe. Nee, wir sind auf pausiert. Es geht alles. Genau, und hier die Ingame-Währung sozusagen ist Units. UN. Da kann man jetzt auch, sage ich mal, einen Wink sehen. Achso, für den Anfang habe ich ich bekomme... Warte mal. Your financial maturity digital account containing 10.000 units. 10.000 vor allem. 10.000. To spend as you desire. As a citizen of Tower Zia, you will receive a monthly basic income. Okay, ich kriege jeden Monat also 6.000 units. Was ich mich gerade frage, ich habe hier oben nur.
Warum sagt er mir was von 10.000? Was heißt Maturity? Ich weiß. Egal, wir haben jetzt 2.800 Units. So viel dazu. Okay, you are invited to collect your package from Burgentop Fortress at your earliest convenience. Okay, dann geh. Schauen wir doch mal. So, jetzt erstmal ein bisschen. Wie heißt es? Tutorial? Tutorial. Schauen wir mal rein. Hier sieht man meine wunderschöne. Habe ich schon mal gesagt, dass es wunderschön ist? Genau, Coming of Age, weil ich sozusagen 25 Jahre alt geworden bin. Jetzt sehen wir auch. Es ist aktuelle Zeit. Ihr seht, wann ich gerade aufnehme. Faszinierend. Also, wir sollen, wir haben jetzt auch ein paar To-Dos bekommen. Es gibt auch immer Begegnungen, Quests. Ich weiß nicht, wie weit die jetzt schon eingebaut sind. Hier sieht man, wie lange noch mein Multipass ist. Ich muss mich gerade selber reingucken. Ich habe es ja noch nie gesehen. Schön, hier mein Current Age. Aha. Connectivity, interessant. Ach, wie cool ist das denn? Alter, das ist cool. Also, je nachdem, wie stark das Signal ist, sind die beeinflusst, dass das die Blockbezahlung und die Reichweite. Ach, wie cool. Das ist ja cool. Okay, da, wo ich gerade bin, Citizen. Okay, hier sieht man so ein bisschen das. Okay, ich habe noch keine Follower hier. Hier kann ich noch nichts machen. Ich bin ja erstmal hier drin. Okay. Meine To-Dos sind, wir müssen zu Bergentop Fortress und dann wieder zum Travel Center zurück. Okay, schau mal doch mal. Hui. Huch. Huch. Ich war doch gerade so fasziniert, wie hier alles rumfliegt. Ja, was schauen wir mal denn? Was haben wir denn hier? Income and Tax Return. March 2018. Universal Basic. Also ein Basiseinkommen von 8.125. Also öffentliche Mittel, glaube ich. Sowas in die Richtung 975. Und Wealth. Wartet. Ich habe nicht umsonst mein Handy hier liegen. So. Und das jetzt da noch reinsprechen. Ich würde ja am liebsten auch mit meinem Dingen hier reden, aber das kann doch nicht auf Deutsch übersetzen. Ich will jetzt auch gerade nichts sagen, sonst geht das Ding an. So, was haben wir denn? Warte, Welfare Contribution. Hier live und in Farbe findet nichts. Was soll denn der Quatsch? Ach Leute. Da nimmt man dann schon Welfare. Wohlergehen, aha. Sozialhilfe. Ah, dann ist das so eine Sache aus der Richtung. Okay. Ich überlege gerade, wie es gerechnet wurde, weil ich habe am Ende weniger. Ach so, haha. Ich habe ein bisschen was abgegeben, oder? Warte mal. Oh, jetzt rechnen. Hier knapp 1000 plus 25 sind das 7150. 7100. Genau, das geht beides geht ab. Ah, okay, dann komme ich auf 6500. Interessant. Gut. Hier sind bei 6500. Ah, jetzt habe ich auch Geld. Jetzt bin ich, ich soll dahin, glaube ich. Was haben wir denn? Ich gucke mich jetzt erstmal um. Was habe ich denn hier so? Ach. Ach, Hilfe. Das geht ja so. Ah, hör auf. Da geht die Zeit hier um. Was soll das? Das ist nicht für Let's Plays gut, wenn ich darauf nicht achte. Kann ich hier was Interessantes machen? Nee. So, ich habe 8700. 6500 kriege ich so. Ah, okay. Hallo. Hör auf. Ich krieg, muss 200 bezahlen immer. Okay, was haben wir hier? Es tut nichts, okay. Okay, das hatten wir ja schon. Gut, das hält immer an. Ui. Ulala. Wir haben einmal den Block. Click and drag. Tag hier, okay. Ah, genau, das hier ist ganz frisch reingekommen, soweit ich das gelesen habe. Die Filter-Tags, womit man seine Tags so ein bisschen für den Blog filtern kann. Wir haben Journal. Da, genau, da steht drin, was wir machen müssen. Coming of Age. Encounters, Finish, das sind also Begegnungen. Units, genau. Journal, From to Cost Date, okay. Was haben wir hier?
Education. Oh, interessant. Ach, huch. Ich muss nochmal zurück, so. Ah, Towerseer. Was haben wir denn? Es gibt Informationen zu diesem... This country is the best country ever. Ja, geil. Gut, dass ich von hier komme. Dann kann es ja nur besser werden in der Welt. Nein, Quatsch. Ich muss übrigens zugeben, dass ich politisch nicht so gebildet bin und sowas. Ich reise sehr gerne, aber wenn es dann um Details geht, ja, habe ich meinen Stress. Also verzeiht mir das. Ihr könnt gerne klugscheißen. Es könnte helfen. Ich könnte was mir merken. Ich könnte lernen. Oder auch nicht. So. Eine Theokratie. Theocracy. Ist das Governor-Typ? Ich muss gerade ehrlich sein. Ich habe gerade keine Ahnung, was das sein soll. Also, es kann dann mein... Also, es ist die keine... Ich bin verwirrt, sagen wir es so. Es ist mir gerade irgendwie leicht peinlich, weil ich... Ich weiß es nicht. Ich habe 80% Connectivity. Ah, das ist schon hochgegangen. Sehr gut. Mhm. Ich bin schon 4 Tage hier gewesen. Okay. Cost of Living. Okay, es kostet jeweils 200 Units pro Day. Pro Day? Was? 200 Units pro Day. Bei 30 Tagen sind das 6000. Ach du Scheiße. Heilige. Da werde ich ja blank. Hallelalala. Help. Achso. Das habe ich ganz am Anfang. Das ist nochmal die Info. So, dann legen wir doch mal einen Zahn zu. Hier, gehen wir mal zum Fortress. Once the residential castle exclusively used by the royal princesses, Bergentop Fortress became Towerseer's most modern government facility, providing over 376 optimized citizen services and being served by a staff of over 120 people. Hier war ich noch nicht. Ich werde einfach mal hierhin reisen. Are you sure you want to perform this? Ja. Ah, jetzt fliege ich sozusagen. Sehr cool. Das ist so. Muss ich. Wie geht. Also, jetzt. Journal müsste. Ne, falsch. Da. Das müsste doch im Journal stehen. Das habe ich. Return to Travis. Soll uns nur zeigen, glaube ich, wie wir hier hin und her reisen können. Ich will mal ein bisschen sparen, weil mein Geld geht weg. Kann ich mal. Ich will stoppen. Was? Achso, ah. A clerk smiles at you. Hands you an official booklet about Towerseer and asks you to choose your travel goal. Okay, ah, was ist mein Ziel? Was will ich machen? Experience all that Planet Heart has to offer. Ah ja. Sozusagen die Kontinente. Es sind 2 Kontinente. Die sind wie ein Harz geformt, wie der Harz halt, nein, wie ein Herz geformt. Ich kann keine Herzen, oder? Ich mache immer gerne so her. Ich kann das nicht, die Kamera. Ich kann da keine. Das ist ein Herz. Mein Herz pocht. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Also die 2 Kontinente sehen aus wie ein Herz. Ich werde so blank gehen in diesem Let's Play, angezockt, was auch immer. I want to learn all about Heart's different cultures. Okay, über die Kulturen. Dort. Nee, entertaining will ich gar nicht. Ich will was über die Kulturen lernen. Ach, wie cool. Habt ihr das im Hintergrund gehört? Das ist ja cool. Diese Sounds, das muss ich irgendwie an so irgendwas Science-Fiction-mäßiges singen. Sehr cool. The clerk mourns something for him. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Wenn man irgendwas liest, hätte ich gern, dass die Zeit stoppt. Aber ich glaube, da man 125 Tage lebt, weiß ich jetzt, warum das so lang ist. Weil die Zeit die ganze Zeit läuft. Das ist irgendwie so. Gut. Hab wieder Geld bekommen. The clerk mourns something for him. Kann ich das mal. Ich kann es nicht stoppen, schade. For himself, smiles again and yells, next! You look back, but there is nobody behind you. Ja, das ist ja ein netter Genosse.
frei nach dem Motto, ich will nicht weiter mit dir reden. Was habe ich bekommen? 10.000 Units, jetzt bin ich was reicher. Das Geld geht weg, ey. Ein Follower, Wahnsinn. Ich habe Hashtags bekommen und den Writing Gig. Okay. Use the Blog App in your Space Pack to use Hashtags and publish a blog post. Okay. Visit the near words. Words stain rooms. Find your way and visit Creator Park. Write a blog post. Okay. Also wir sollen Hilfe. Ah, okay. Ah, jetzt ist gestoppt, das ist so gute. Okay, Blog. Aha. Ah, jetzt sieht man, was das ist. Das ist sehr sinnvoll, glaube ich, dass man so von Farben sieht, wofür das steht. Weil je nachdem, was man anklickt für das spätere Spiel, geht das Richtung. Warte, ich hab's mir markiert. Profi hier. Also entweder werden durch die Tags halt, jetzt lese ich, wird der Einfluss größer oder man bekommt mehr Units halt. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon drin ist, mal gucken. So, Location, ja gut, das hatten wir schon. Was haben wir hier noch? Good News, ja. Ah, jetzt, ich kann das, you have unlocked. Okay, das haben wir auch schon. Ich klicke das jetzt einfach mal hier weg. So, zack. Ich soll hier hin. Travel. An experiment of art and form. Western rooms. Features over uniquely. Over 100 uniquely designed living spaces. Okay. Gehen wir doch mal hin. Ja, ich hab das Geld. So. Was kann ich jetzt hier machen? Ich bin jetzt da. Jetzt. Mal gucken. Warte mal. Was sagt mein Journal? Find your way and visit Crater Park. Crater Park? Komm schnell hin. Ah! As you try to grasp the elegant design of Western Rooms, a residential complex dedicated to authenticity, you can. Boah, ich muss das so lesen. Es tut mir leid, mein Englisch ist schlecht. Das ist natürlich so eine große Herausforderung, aber ist so. Okay. Restless soul, you need to seek this piece of nature to calm your youthful energy. I know just the place. Okay, da ist also jemand, eine sehr merkwürdige Person und die hat, ja, wir sind eine rastlose Seele. Okay, ich muss in die Natur gehen. Okay. Ach nee, das ist eine Frau gewesen. Oh, es tut mir leid. Okay, einerseits soll ich ruhig auf sie hören. Und sie hat einen sehr schönen Ort, natürlichen Ort gefunden, nebenan. Ich frage ganz hektisch, wo ist das? Wo ist das auf der Map? Ich will dahin, ich will dahin. Total sympathisch einfach. Doch, ich bin intoniert, Charlie. Deswegen höre ich ihr ganz ruhig zu. Ich bin ein lieber Mensch. Nur so kommt man auch den Menschen näher. Man muss denen zuhören. Ich muss den Raum geben. Was bringt es, wenn ich sage, ja, hier, gib mal. Dann zieht man alles raus, das. Weiß ich nicht. Nee. Das bringt's nicht. Muss schon den Leuten zuhören. So. You thank the lady politely and move away. So, jetzt habe ich nämlich den Ort entdeckt. So, dann fliegen wir doch mal dahin. Sometimes only the serenity of nature can bring a little bit of peace. Dann fahren wir doch mal dahin. Ah, ich habe hier Hashtags dort bekommen. You reach the park easily, even though it's the kind of location easy to overlook if you don't know what to search for. You step in a pristine, peaceful meadow
where you can bask in the fresh air and cheerful silence only nature can provide. You rest a while, think about the privilege of having such a good maturity package as a citizen of a rich county like Tarasia. Okay, ich hab da schon einen Follower. Okay, ich soll jetzt darüber einen Blogpost schreiben. Mal gucken, wie geht denn das? Da gehe ich jetzt da rein. Blog. Ah, click and drag here to start a blog. Okay, Kultur. Was könnte... Hä? Achso. Andersrum gedacht. Was würde ich denn sagen dazu? Maturity. Ich will das jetzt nicht an die Touristen zeigen, nee. Ich finde... Achso, das ist sozusagen der... Ah, okay. Dann würde ich doch mal sagen, ich bin... Sweet 25 und würde sagen, ich habe Leute kennengelernt. Kultur war sehr schön. Warum ist das fun? Naja. Ich bin Principate of Tarasia und... Ich muss ja ehrlich sagen, ich kenne viele Wörter gar nicht, ich weiß gar nicht, was das heißt. Social? Global? Okay, Tourism? Nee, Kultur? Silver? Social? Ach, das kostet Units. Ah, das macht jetzt einen Unterschied, je nachdem, was ich... Also, das muss ich mal testen. Ach, nee. Ach. Ach. Ach, wie cool. Okay, heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie Culture ist 3, machen wir jetzt einfach nur. Oh! Ah! Interessant! Je nachdem, was ich hier auswähle, werden das mehr und mehr. Wenn ich jetzt hier. Ah, ist ja interessant. So. Das bringt jetzt nicht so viel, ne? Das ist, wenn ich jetzt Tourism reinpacke. Ne, das will ich ja gar nicht. Bin ich auch nicht so viel. Ich bin Principate. Hat nicht so viel, ne? Sweet, ne. Das ist interessant. Great use. Es ist. Aber, wisst ihr was? So will ich nicht an die Sache rangehen. Ich mache das jetzt so, wie ich dachte. Ich bin Sweet. Ich habe People kennengelernt, Kultur und ich bin Principate of Tarasia und Gradius. Das hatte ich ja vorhin mal. Also bleibt dabei. Ich kriege jetzt 18 Follower. Ich bin da glücklich mit. Ich muss ja nicht der Beste werden, oder? Was sagt ihr? So. Und oh Gott, ich gucke auf die Uhr. Ich bin bei über 30 Minuten. Ich würde mal sagen... Was passiert nach diesem Blogpost? Ich weiß es nicht. Ich bedanke mich jedenfalls für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr bleibt dran beim nächsten Teil des Angezocks. Ich werde mir das Spiel noch etwas genauer anschauen im zweiten Teil. Wie es dann weitergeht, welche Länder wir alle noch bereisen werden. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ja, und mehr gibt es, glaube ich, für den Anfang erstmal nicht zu sagen. Vielen Dank. Ich habe jetzt auf jeden Fall, macht Laune. Ich habe meinen Spaß, sind ein paar witzige Sachen da. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Raketen-Yeti.